irgendwo muss man mal anfangen. Auch beim Weintrinken geht's los. Also wobei meine erste Flasche war, wenn ich es richtig überlege, ein Matthäus Rosé hinter dem Haus meiner Eltern getrunken. Brühwarm und mit ein paar Freunden. Korken in die Flasche und rein. Aber gut, das war, hatte ja mit Weintrinken an sich nichts zu tun, außer dass wir ein bisschen Wirkung wollten. Klar wird immer gesagt, Weintrinker, man muss sich da so hochdienen, man muss erstmal mit ganz einfachen Sachen anfangen und. Aber da würde ich doch bei der alten Regel bleiben, so einfach wie möglich, aber nicht einfacher, sondern ich würde schon versuchen, gute Weine zu finden, die eine gute Qualität haben. Und Geschmäcker sind sowieso sehr verschieden. Also es gibt manche Leute, die vielleicht gerne schon mit einem 45er Mouton Rothschild anfangen können. Aber da haben wir gesagt, das gibt das Paket nicht her. Deswegen haben wir gesagt, Starterpaket, zwei Weine, die da reingehören. Jetzt mal von einem Winzer, vielleicht auch mal ganz schön so für einen Vergleich. Wir gehen nach Südafrika. Das ist ein Wein, ganz junges Weingut. Das ist ein Weingut im Swartland. Das ist das Weingut Malinche. Chenin Blanc ist die Rebsorte. Chenin Blanc ist eine Rebsorte, die in Südafrika lange in Vergessenheit geraten war. Warum? Weil alle Welt nur Sauvignon Blanc trinken wollte, Chardonnay, weil die Leute wollten internationale Stile aus Südafrika. Und irgendwann kamen die jungen Leute so wieder, nach den Zeiten der Apartheid, nachdem sie auf der ganzen Welt dann gearbeitet haben, haben gesagt, hey, wir haben noch alte Reben. Und das war die Chenin Blanc Traube, eine französische Traube, die war schon lange da. Und im Swartland, das ist so 2 Stunden nördlich von Kapstadt, ich sage, ziemlich ländliche Gegend, wo die Böden noch billig sind, wo das Leben auch noch insgesamt ein bisschen preiswerter ist, war so ein bisschen das Eldorado für neue, innovative, nennen wir es mal von mir aus, Startup-Wineries. Malinche heute ist eine der renommiertesten Weingüter oder ist eines der renommiertesten Weingüter überhaupt. Hat gerade im Plätterskiet, das ist so der südafrikanische Weingiet, der jedes Jahr ja, die besten und die schlechtesten trennt, gerade Winery of the Year geworden. Chris und Andrea waren auf der ganzen Welt und haben diesen wunderschönen Chenin Blanc abgefüllt, der aus 40 Jahre alten Reben gemacht wurde. Alte Reben heißt eben, dass sie weniger Ertrag geben, ein bisschen konzentrierteres Aroma. Der Boden im Swartland, das ist ein Schiefer und das ist Granitboden, also sehr harte Böden, die am Ende den Weinstock ziemlich fordern und ihm auch wenn es ein Zauberwort ist, so ein bisschen diesen mineralischen Charakter geben. Aber das Schöne ist beim Chenin, das ist sehr fruchtig, ähnlich so wie beim Riesling. Das ist ein sehr aromatischer Wein. Und sie legen bei dem Ausbau auch sehr viel Wert darauf, dass die Weine langsam und auch genug Zeit bekommen, also langsam vergoren werden, mit Hefen, die man nicht zusetzt, sondern die man in der Natur findet. Der Wein wird nicht behandelt. Und. Ja, sagt man sich, wow, für einen Starter ist es schon ganz schön viel. Aber ich finde, wenn man schon anfängt, dann eben auch mit einem guten, authentischen Stoff. Und ein trockener Wein, ein aromatischer Wein, mittelkräftig vom Geschmack, kann man für viele Sachen einsetzen. Und deswegen ist meine Wahl auf dieses Weingut gefallen, weil ich finde eben, auch hier, wir sind vielleicht schon ein bisschen teurer, aber es ist immer noch so, dass man sich Wein für jeden Tag noch leisten kann, wenn man das möchte, wenn man es kann. Und ein Wein, den ich mal mit den beiden zusammen vor einigen Jahren aufgelegt habe, das ist ein 2012er Buschweins. Das heißt ein Syrah, eine alte Rebsorte, auch wieder eine französische Rebsorte, die eben auch sehr, sehr gut mit dem warmen Klima in Südafrika und insbesondere im Swartland klarkommt. Der Wein ist im Gegensatz zu dem Chenin, der ja noch so richtig fruchtig und jugendlich fruchtig ist, ist es schon ein bisschen gereifter, 2012, also schon 4 Jahre. Der fängt jetzt so langsam an, so das zu zeigen, was er eigentlich kann. Der geht so weg aus dem ganz fruchtigen Bouquet und wird jetzt eher so würzig und bekommt sehr so erdige Noten. Und ich finde, die Zeit auf der Flasche hat er nicht nur gebraucht, sondern auch verdient gehabt. Und jetzt einfach sehr, sehr schön zu trinken, zu, ich würde sagen, also ich will nicht mal sagen, man muss gleich da Fleisch zu essen, aber es ist natürlich schon fantastisch, ne? Aber kann man mit vielen einfachen Dingen erstmal kombinieren. Das ist für mich ein Wein, der vor allen Dingen, auch weil er so schön trocken ist, sehr ehrlich rüberkommt. Da kann er so ein zweites Glas davon trinken. Könnte man sogar zur Not als Aperitif, wer es möchte, aber ich würde sagen, so einfach ein Wein, so mit ein paar Freunden kann man den ganz gut weghauen, ein paar Pullen. Und hat eben, ja, wie soll ich sagen, keinen Wein, der einen schweren Kopf macht, eine gewisse, ja, mittelkräftig, gewisse Leichtigkeit und trotzdem eben anspruchsvoll. Und deswegen habe ich gedacht, es ist ganz gut, mal so diese beiden Weine nebeneinander zu haben. Ein Weingut, unterschiedliche Jahre, unterschiedliche Rebsorten, aber eben Weine, die, schon eine hohe Klasse und auch Innovation auch irgendwo verkörpern für ein Land, was sonst nur sehr schwere, üppige, gefällige Weine macht. Hier etwas ungefälliger, aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, glaube ich, dann will man nichts anderes mehr.
Wer die Früchte vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, dem ist der Weg ins Paradies versperrt. Ha! Könnt ihr herausschneiden, wenn ihr das wollt. So, dann, was braucht ein Starter noch? Zwei gute Flaschen haben wir, ein gutes Glas. Ich wehre mich eigentlich immer, dass es nur ein Glas gibt für Wein. Wehre mich dagegen diese mehr. Es ist ein, das kann man machen, das ist hier auch für dieses Glas ein USP, würde ich sagen. Also sozusagen ein Glas, aus dem man ganz viele Weine trinken kann, aber es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das ist das Gabriel-Glas, der René Gabriel, Schweizer Weinfreund, lustiger Vogel, ein weitgereister und erfahrener Gaumen, hat für sich versucht, mal seine Ansprüche in einem Glas zu definieren und hat ganz viele interessante Aspekte gebracht. Also natürlich erstmal ist es immer beim Glas die Verarbeitung. Ne? Also das hier, das ist schon schön leicht, das liegt gut in der Hand, das ist nicht zu klobig, nicht zu klotzig. Es ist natürlich, wie ein Glas sein sollte, durchsichtig, also sind keine Reliefs drauf oder keine draufgeklebten Steine oder sonst irgendein Schwachsinn. Also ein klares Glas. Von der Menge her, sagt man. Und da kommt es so ein bisschen sein Ansatz. Das muss ein guter Schluck im Glas sein, aber eben auch nicht zu viel. Weil bei den großen hast du ja gleich ein Aquarium drin, bei den kleinen hast du halt nichts drin. Das heißt also, du füllst es ungefähr bis hier auf. Ja, so hast du so einen schönen 1 Deziliter. Das ist immer schöner, angenehmer Schluck. Dann trinkt man häufiger. Am Ende auch viel, aber eigentlich will man ja nicht so viel trinken. Also so, man muss es ganz gut versuchen, so von der Menge immer zu timen. Und was mir halt sehr, sehr gut gefällt, ist, wenn du jetzt das bis hierhin aufgefüllt hast, das Glas. Ich kann das ja mal machen. Vielleicht am einfachsten. Ich nehme jetzt mal dazu den Weißwein. Wenn du es jetzt bis hierhin aufgefüllt hast, dann kannst du eigentlich sehen, das Verhältnis von Flüssigkeit zu dem Rest, was du hier im Glas hast, das ist nämlich der Sauerstoff. Das ist ein ganz ideales Verhältnis. Das heißt, er bekommt nicht zu viel Sauerstoff, bekommt auch nicht zu wenig. Und du hast einen anständigen Schluck Wein im Glas. Und du kannst es sehr, sehr gut natürlich da drin bewegen, schwenken, stört nicht. Also für mich ist es das Glas, was ich jetzt seit 3-4 Jahren sogar bei mir privat nutze. Nicht für alles, aber die Grundidee von dem Glas ist, es wirklich für alles zu nutzen. Und ich finde, es ist fantastisch für einen Anfang, weil es erfüllt alle Ansprüche, die ein Weinkenner haben möchte, aber auch ein Anfänger auch braucht, um einfach mal einen guten Schluck Wein zu kommen. Ja, die Weine, super, die kommen wirklich hier in dem Glas, finde ich, immer schön zur Geltung, weil zu viel Sauerstoff wird sie fertig machen teilweise. Und wie gesagt, zu wenig ist fast wie ein Gefängnis. Also das Verhältnis passt. Es geht wirklich um das Verhältnis hier, Flüssigkeit hier in der Breite und natürlich auch die Höhe. Es gibt ja so Gläser, die sind zu hoch. Dann hängst du da oben mit deiner Nase und da unten ist der Wein drin. Das ist also auch wieder nicht richtig. Ja? Also deswegen muss ich sagen, an dieser Stelle, Gabriel Glas ist super cool. Und was braucht man noch? Ein Öffner. Einen guten Öffner. Also nicht diese, das ist ja krass, ne? Also wenn man heutzutage so Freunde besucht, Haushalte sieht, mit was die allen die Flaschen aufmachen, was ich da schon gesehen habe. Also ich wundere mich immer, dass sich doch keiner bis jetzt tödlich verletzt hat oder dass das Auge fehlt. Aber so ein guter Öffner, ja, ist eben Handwerkszeug. Ne? Also es braucht ein guter Weinmann oder jemand, der sich für Wein interessiert, braucht ein vernünftiges Messer. Es muss kein Chateau Lagiol sein, was ein paar hundert Euro kostet. Das kann hier diese Pull-Tabs sein, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Zum einen, die Spindel ist hier gut, sie ist Teflon beschichtet. Man kann hier einen Streichholz durchschieben, also der Spindel hat sozusagen eine Seele, ist nicht nur einfach wie so eine Schraube. Du hast hier diesen Schenkel, den du nochmal aufsetzen kannst, das heißt, du musst es nicht in einem rauswuppen aus der Flasche. So, das geht jetzt hier nicht mit dem Schrauber, aber du kannst es in zwei Schritten machen, verletzt dich also nicht. Es ist nicht schwer, es ist auch bezahlbar, es hat ein vernünftiges Messer, womit man eben auch die Kapseln ja abbekommt. Und wenn man Lust hat, kann man sogar eine Flasche Bier damit öffnen. Also von daher. Das Schönste an einer Weinprobe ist das Bier danach. Das hier, Pull-Tab, finde ich eigentlich wirklich, ist mehr braucht man nicht. Der Rest ist Style, aber das ist wirklich für mich mit das Solideste, was es zurzeit gibt auf dem Markt. Und dann gibt es noch diese wunderbaren Einschenkhilfen, die sogenannten Drop-Stops. Ja, also ist so einfach so eine Aluminium-Geschichte, die man einfach rollt wie eine Zigarre und die man dann so in die Flasche steckt. Und so sieht das dann aus. Und warum soll man es machen? Ja, weil es ist immer eine Sauerei, viele Flaschen, Tropfen etc. Und es ist aber noch ein wichtiger Grund. Also wem die Tropfen egal sind und wer sagt, das ist mir zu spießig. Da gibt es aber noch eine andere Variante, weil du kannst es super portionieren. Du kannst nämlich genauso viel einschenken, wie du willst. Ne? Hast du gesehen? Zack. Ja, und du triffst vor allen Dingen auch immer. Und es macht es irgendwie das ganze Einschenken ein bisschen sicherer. Und von daher finde ich, das ist echt, auch hätte ich gerne erfunden.
War ich nun leider nicht, aber ich muss sagen, das finde ich eine ganz, ganz tolle Erfindung hier, weil kleine Sache, die ganz groß ist, nämlich du hast die richtige Menge Wein im Glas. Ja, und das soll es eigentlich schon super für den Anfang gewesen sein. Also gutes Messer, einen schönen Dropstop, gute Gläser und jetzt brauchst du noch den richtigen Menschen, mit dem du das trinkst.